Anfang des 19. Jahrhunderts sagte man, was Manchester heute macht, macht morgen die ganze Welt. Heute ist die Stadt immer noch die größte Metropole Nordenglands. Aber vor 200 Jahren war sie das Zentrum der Industrialisierung. Vor allem Baumwolle wurde in den modernen Fabriken verarbeitet und Unternehmer aus ganz Europa kamen hierher. 1842 reiste der 22-jährige Friedrich Engels nach Manchester. Sein Vater besaß hier eine Textilfabrik. Friedrich Engels sollte hier seine Kaufmannslehre machen. Der Engels konnte dann auch aussteigen aus dem Leben und ein anderes Leben führen. Aber er kannte eben auch dieses Leben und hat es Karl Marx gezeigt. Wie wichtig ist Friedrich Engels für die gemeinsame marxistische Theorie? Am 28. November 1820 kam Friedrich Engels in Barmen zur Welt. Heute ein Stadtteil von Wuppertal. Seine Eltern waren Teil des Barmer Wirtschaftsadels und er hatte eine unbeschwerte Kindheit. Sein Vater war Erbe einer Textilfabrikantendynastie. Seine Mutter die Tochter eines Gymnasiallehrers. Friedrich ist der älteste Sohn und sollte die Fabriken übernehmen. Friedrich Engels ist in großer räumlicher Nähe zu den Arbeitern der Manufaktur und später Fabrik seiner Eltern aufgewachsen. Und durch die pietistischen Konventikel, die seine Eltern pflegten, hat er auch engen Kontakt zu den Arbeitern und zu deren Kindern gehabt, die auch durchaus zu seinen Spielgefährten zählten. Die Umgebung um Wuppertal entwickelte sich in Mitteleuropa besonders schnell. Das zog immer mehr Menschen an, denn es gab Arbeit. In den neuen Textilfabriken veränderte sich die Arbeit durch den neu entwickelten Webstuhl, dessen Programm durch Lochkarten gesteuert wurde. Eine ganz frühe Form der Automatisierung, die es ermöglichte, dass auch ungelernte Arbeiter, schlecht bezahlt, in den Fabriken angeheuert wurden und dass auch immer mehr Kinder dort arbeiteten. Einige von ihnen kannte Friedrich Engels gut. Er spielte auf der Straße mit ihnen. Dass sie, anders als er, abends in elende Quartiere zurückkehrten, gehörte für ihn zur natürlichen Ordnung in der Gesellschaft. Und diese war Gott gegeben und wirtschaftlicher Erfolg ein Zeichen göttlicher Gnade. Das 19. Jahrhundert war gezeichnet vom Pietismus. Auch die Familie Engels gehörte dazu und als solche finanzierten sie den Bau der Unterbarmer Hauptkirche. Die Pietisten glauben daran, dass jeder Mensch die ihm zugewiesene Rolle erfüllen muss, um im Jenseits sein Heil zu finden. Glaube, Fleiß und Enthaltsamkeit galten bei ihnen als wichtige Tugenden. So erzog der strenggläubige Friedrich Engels Senior seine Kinder. Doch der junge Engels liebte es auszugehen, spielte Karten und trank auch gerne mit Freunden. Außerdem wollte er die Regeln seines Vaters nicht akzeptieren. Und sie hatten ständig Streit. Ich glaube, dass Friedrich Engels
Der war ja ein guter Schüler, er war ja auch schlau, er hat sich ja da gut entwickelt. Und zum Beispiel, dass seine Eltern entscheiden konnten, ihn ein Jahr vorher, du hast ja gesagt, sein Vater, nicht seine Mutter, sein Vater entschied, ihn ein Jahr vorher von der Schule zu nehmen, sodass er kein Abitur machen konnte, wenn er es doch wollte. Das war für ihn eine Form von Unterdrückung. Und auch, dass er ihn noch zwang, Kaufmann zu werden, obwohl er ganz andere Interessen hatte. Schon früh lernte Friedrich Engels, wie Geld verdient wird. 1837 vergrößerte sich das väterliche Imperium. Mit seinem Geschäftspartner Peter Albertus Ermen suchte er nach einem neuen Standort für sein Unternehmen und fand ihn im 60 Kilometer entfernten Engelskirchen. Der Ort war geeignet, weil er direkt an einer Eisenbahnstrecke lag. Über diese sollte die billige Baumwolle von den Sklavenplantagen Nordamerikas angeliefert werden. Das Wasser aus der Agger trieb die Turbinen für die Baumwollspinnerei an. Und noch etwas versprach die Ortswahl. Das Bergische Land war damals eine Gegend der armen Leute. Im Vergleich zu Barmen waren die Löhne fast 40% niedriger. Für die Familie ein lukratives Geschäft. Doch Friedrich Engels, so wollte es sein Vater, sollte auch Einblicke in die Geschäfte anderer Kaufleute erhalten. 1838 verließ Engels sein Elternhaus und machte sich auf die Reise. Es war der erste Schritt raus aus der Enge der Familienbande und hinein in die städtische Welt der Hansestadt Bremen und die dortige Gesellschaft der Reichen. Im Hause des Großhandelskaufmanns Heinrich Leupold lernte er 3 Jahre lang die Regeln des internationalen Handels. Viele Jahre später wird er diese Art des Geldverdienens als Kapitalismus bezeichnen. Damals wohnte er im Pastorenhaus der St. Martini-Kirche. Nach Hause schrieb er Briefe, vor allem an seine Schwester Marie. Ihr schickte er auch immer wieder kleine Zeichnungen und berichtete von seiner Arbeit, seinem Alltag und seinen Eskapaden. Als eine der größten Hafenstädte Deutschlands war Bremen und der entfernter liegende Hafen nicht nur ein wirtschaftliches Zentrum. Hier kamen Menschen aus vielen Staaten zusammen. Friedrich Engels knüpfte Kontakte zum sogenannten Jungen Deutschland um Karl Gutzkow und Heinrich Heine, einer Gruppe junger Dichter, die sich für demokratische Freiheitsrechte einsetzten. Und er begann selbst zu schreiben. Unter dem Pseudonym Friedrich Oswald verfasste Engels seine erste sozialkritische Schrift, Briefe aus dem Wuppertal. Sie war eine Abrechnung mit den Zuständen in seiner Heimat. Er kritisierte die Selbstherrlichkeit der Unternehmer und schilderte die Not der Arbeiter und ihrer Kinder. In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf. Bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohnes zu geben nötig hat, das er einem Kinde gibt. Friedrich Engels hat sehr schnell begriffen, dass die Tatsache, dass die Kinder in den Fabriken arbeiten müssen, dazu führt, dass sie nicht die Schule besuchen können und dass ihnen damit Bildungs- und auch Aufstiegsmöglichkeiten verwehrt bleiben und dass dies zu einer Verstetigung des Elends führt. Ja, das ist ein immerwährender Kreislauf. Wer nicht in die Schule gehen kann, kann nichts lernen. Wer nichts lernen kann, kann sich nicht verbessern, sondern wird immer in diesem Fabrikelend bleiben. Das Arbeiten in den niedrigen Räumen, wo die Leute mehr Kohlendampf und Staub einatmen als Sauerstoff,
ist gerade dazu gemacht, ihnen alle Kraft und Lebenslust zu rauben. Friedrich Engels beobachtet sehr genau und er recherchiert darüber hinaus. Das heißt, er trägt Fakten zusammen, aber nicht nur Fakten, sondern auch Menschenschicksale. Also er unterhält sich auch mit den Leuten. Ihr Leben bestand nur aus Arbeit. Oft waren es 13 Stunden am Tag. So beschrieb Engels es. Aber er hört nicht an dieser Stelle auf, sondern vielmehr fügt er dem Ganzen immer noch eine theoretische, eine abstrakte Note hinzu. Doch oft reichte der Lohn nicht einmal für ein eigenes Bett. Engels erkannte, dass so eine besitzlose Klasse entstand, die nichts außer ihren Nachkommen zur Gesellschaft beitragen konnte und die sich nicht wehrte. Das Proletariat. Eine Schicht, deren Angehörige man schon im alten Rom Proletarius nannte, die vor allem dem Alkohol zusprach und an mystische Dinge glaubte. Das andere, das Schöne an seinen Texten ist, dass er mit großer Lust an der Polemik schreibt. Er ist sehr witzig und es macht immer noch Spaß, diese Texte zu lesen. Friedrich Engels entwickelte großen Spaß daran, andere zu kritisieren. Er nahm sich die Freiheit, anders zu leben, als seine gläubigen Eltern es ihm vermittelt hatten. Auf der einen Seite blieb er immer der Mann aus dem engen Wuppertal. Auf der anderen wollte er sein Leben genießen. Er entdeckte seine Leidenschaft fürs Fechten, ging ins Theater und besonders gerne in den Bremer Ratskeller. Hier diskutierte er leidenschaftlich über Politik und Wirtschaft. In einem Brief rühmte er sich selbst als Friedrich Engels, oberster Poet im Bremer Ratskeller und privilegierter Zecher. 1841 verließ er Bremen. Endlich reiste er in die einzige deutsche Metropole. Berlin, eine Stadt mit 400.000 Einwohnern, mehr als 100 Kaffeehäusern, unzähligen Weinkellern und sogenannten Wirthäusern. Der 21-Jährige ließ kaum eines der Etablissements aus. Gegen den Willen des Vaters meldete Engels sich zu einem einjährigen Militärdienst in der Kaserne am Kupfergraben. Für ihn die Möglichkeit, sich doch noch seinen großen Traum zu erfüllen. Der Dienst an der Waffe berechtigte in Preußen zum Besuch der Universität. Und Engels wollte unbedingt studieren. Als Engels in Berlin war, entstanden unglaublich interessante Diskussionen an der Humboldt-Universität, nämlich in welches Verhältnis setzen sich nun die Philosophen zur geschichtlichen Gegenwart. Im Hörsaal Nummer 6 der Humboldt-Universität hörte Engels Philosophielesungen. Ihn faszinierte vor allem Georg Wilhelm Friedrich Hegel und sein philosophisches System der Dialektik. Für Marx und Engels realisiert sich diese Dialektik in Form von Klassenkämpfen in der Geschichte. Das heißt, es stehen sich immer zwei Klassen antagonistisch, also feindlich, in einem Widerspruch gegenüber. Und die Geschichte wird dann so voranschreiten, dass diese Gegensätze in einer Synthese überwunden werden. Persönlich kannte Friedrich Engels Karl Marx zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Erst ein Jahr später reiste er nach Köln, um sich mit dem angehenden Chefredakteur der Rheinischen Zeitung zu treffen. Dessen Ruf als großer Philosoph und Gesellschaftstheoretiker machte Engels neugierig. In der Kölner Schildergasse befanden sich die Redaktionsräume der Zeitung, für die Engels bereits Artikel verfasst hatte. Als kommender Star der radikalen Szene wurde er hier herzlich empfangen. Nur zu dem Mann, mit dem er heute eines der berühmtesten Duos der Weltgeschichte bildet, fand er keinen Zugang. Er erscheint eher kühl, schreibt Engels. Der junge Karl Marx war gerade dabei, sich als Journalist für Politik und Wirtschaft zu etablieren. Er war eitel und mochte keine Konkurrenz.
wenn du so von außerhalb kommst, aus kleinbürgerlichen Strukturen kommst und da kommt so einer, ein junger Mann, der aber lebensfähig ist, der lebenslustig ist, und der auch andere Erfahrungen hat als du, dann kann das erstmal eine Distanz aufbauen. Einige Zeit nach diesem Treffen reiste Friedrich Engels weiter nach Manchester. Wie sein Vater es vorgesehen hatte, sollte er nun endlich in der Fabrik dort anfangen. In der Region wurde vor allem Baumwolle aus den Kolonien verarbeitet. Über 550 Spinnereien gab es mit mehr als 100.000 Beschäftigten. Manchester ist laut, schmutzig und verraucht, schrieb Engels. Aber es war auch ein Wirtschaftszentrum, in dessen Geschäftshäusern und Banken ebenso viel Gewinn gemacht wurde wie in den zahlreichen Baumwollspinnereien. Ebenso wie in Engelskirchen hatte sein Vater hier im Stadtteil Salford mit Peter Albertus Ermann eine Textilfabrik errichtet. Sie lag verkehrsgünstig in der Nähe der Docks und unweit des Bahnhofs. Dass sein Vater ihn nach Manchester schickte, hatte auch damit zu tun, dass er seinen Sohn von seinen radikalen Ideen abbringen wollte. Aber er erreichte genau das Gegenteil. Das Elend der englischen Working Class in Manchester machte Friedrich Engels nur noch deutlicher, wie wichtig es wäre, dieses Elend bekannt zu machen. Erst recht kannte er es dann in England. Und dann beschreibt er eben, welche Bedingungen dazu führen. Aber er erklärt sie nicht für schuldlos, weil auch Arbeiterinnen und Arbeiter entscheiden können, was sie mit diesen Umständen anfangen oder nicht. Die Umstände, die Friedrich Engels hier vorfand, waren noch schlimmer als in Wuppertal. Während Berlin und Bremen für ihn vor allem Orte für theoretische Debatten waren, erlebte er nun die Wirklichkeit. Manchester hatte damals den Spitznamen Cotton Polis. Und es war der Nabel der damaligen Weltwirtschaft. Im 19. Jahrhundert bedeutete dies, die Menschen wurden immer mehr durch Maschinen ersetzt. Der Unternehmer unabhängiger von der Arbeitskraft und der Arbeiter austauschbar. Der Arbeiter geht dann an seinen Arbeitsplatz, wo lauter Textilfasern in der Luft hängen. Es herrscht außerdem ein höllischer Lärm. Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal. Wer sich dagegen auflehnte, riskierte seinen Job. Und der nächste Tagelöhner stand schon bereit, um die freie Stelle zu übernehmen. Und abends kehrt er heim und atmet wieder den Ruß ein. Aber Manchester bot Friedrich Engels noch eine ganz andere Möglichkeit, Einblicke in die Lebenswirklichkeit der Arbeiterschaft zu bekommen. Er wusste, dass einige der Arbeiterviertel für ihn zu gefährlich waren, um sie zu betreten. Aber dennoch gelang es ihm, in den schlimmsten Slum der Stadt einzutauchen. Little Ireland. Die Iren, die hier lebten, hatten alle ihre Heimat verlassen, um zu überleben. Dazu gehörten auch die Eltern von Mary Burns. Sie war Baumwollspinnerin und ein Jahr jünger als Friedrich Engels. Sie wurde die Liebe seines Lebens, auch wenn er sie nie heiratete. Mary führte ihn zu geheimen Orten, brachte ihn zu den Ärmsten der Armen, zu Kranken, Säufern und Verbrechern. Little Ireland war ein extremes Beispiel für die heruntergekommenen Arbeiterviertel Manchesters. Doch Engels stellte schnell fest, dass es woanders nicht besser aussah. Wie ein 2,5 Kilometer breiter Ring legten sich die armen Viertel rund um das Zentrum der Stadt. Jenseits davon, wo die Luft weniger verpestet war, lebten die besser verdienenden Bürger. Das war anders als in seiner Heimat, wo seine Familie fast Tür an Tür mit den Arbeitern lebte und er mit den Kindern spielte.
es war für viele deutsche Besucher eine Gelegenheit, sich in Manchester mal anzuschauen, welche Mechanismen in der Weltwirtschaft wirkten und auch welche Zukunft auch für Deutschland denkbar war. Oft zog sich Friedrich Engels in die Chatham's Library im Norden Manchesters zurück, um seine gesammelten Eindrücke zu verarbeiten. So sollte es den Arbeitern in Deutschland nicht ergehen. Er hoffte, dass seine Artikel einigen die Augen öffnen würden. In der gut ausgestatteten Bibliothek machte er sich Notizen für ein Buch, das er Ende 1844 im heimischen Wuppertal schrieb. Deshalb las er Zeitungsberichte und studierte Schriften von Reiseschriftstellern wie Johann Georg Kohl, Beamten wie Edwin Chadwick oder Sozialkritikern wie James Phillips Kay. In seiner Ausführung wollte er möglichst genau die Lebenssituation der Menschen in England und Manchester beschreiben. Das Buch »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« war dann ein abschreckender Blick in die Abgründe der Industriestädte. Auch wenn in den folgenden Jahren Plagiatsvorwürfe gegen Engels aufkamen, das Buch gilt noch heute als Meilenstein der empirischen Sozialforschung. Alles, was er über die Arbeiter akribisch gesammelt hatte, Arbeitszeiten, Misshandlungen, Krankheiten, hat Engels dokumentiert und legte damit einen Grundstein für zukünftige Theorien. Die Wohnverhältnisse waren äußerst beengt. Eine Familie teilte sich einen Raum, in dem sie schlafen und kochen musste. Wenn man sehen will, wie wenig Raum der Mensch zum Bewegen, wie wenig Luft er zum Atmen im Notfall zu haben braucht und mit wie wenig Zivilisation er existieren kann, dann hat man nur, hierher zu kommen. Es gab keine Möglichkeiten, seine Notdurft zu verrichten. Also das geschah häufig auf der Straße mit entsprechenden Folgen. Und Engels erkannte, dass die dicht bebauten Wohnviertel Brutkästen für Krankheiten wie Cholera oder Typhus waren. Die Reichen wohnten weit weg in den vornehmen Vierteln und es scherte sich einfach niemand darum, wie es dort aussah. So müssen wir sagen, dass in diesen Wohnungen nur eine entmenschte, intellektuell und moralisch zur Bestialität herabgewürdigte, körperlich kränkliche Rasse sich behaglich und heimisch fühlen kann. Doch es zog Engels immer wieder in die Elendsviertel. Zeitweise lebte er dort mit Mary Burns und ihrer Schwester Lizzie. Es war eine Art von Wohngemeinschaft. Engels selbst kam und ging, wie er wollte. Es blieb eine widersprüchliche Beziehung. Engels hatte Geld. Er hätte in besseren Vierteln leben können. Aber wie wäre es mit den beiden Frauen gewesen? Ganz öffentlich wollte er seine Beziehung nie machen. Das war ein Verhältnis, was die gutbürgerliche Gesellschaft provoziert hat. Es hat aber auch durchaus sozialistische Mitstreiter von Engels provoziert, weil sie darin eine Art von Gutsherrngestus oder Fabrikherrngestus sahen. Deshalb hatte Friedrich Engels für offizielle Anlässe stets eine zweite Wohnung angemietet. Hier war er gemeldet, empfing Geschäftspartner und natürlich seinen Vater. Er führte ein Leben zwischen zwei Welten, arm und reich. Etwas anderes ist, was auch nicht so oft erwähnt wird, dass Friedrich Engels möglicherweise doch in Mary Burns und Lizzie Burns zwei sehr tüchtige und tatkräftige Haushälterinnen hatten, die ihm den Rücken freigehalten haben für seine zahlreichen Tätigkeiten. Zumindest eine Erklärung für die Wahl des Quartiers findet sich in seinen Schriften aus Manchester mit dem Artikel
Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie verließ Engels den Pfad der Philosophie und wendete sich der politischen Ökonomie zu. Viel früher als Marx schrieb er, dass das Streben nach Privateigentum das grundlegende Übel für den Kampf der Klassen sei. 1844 endete sein Aufenthalt in Manchester. Es blieb nicht der letzte, aber nun ging er zurück nach Barmen. Mit einem Umweg über Paris. Er wollte erneut Karl Marx treffen. Der lebte hier mittlerweile im Exil, denn in Köln hatte sich die politische Situation verändert. Seine Veröffentlichungen wurden zensiert. In Paris hoffte er darauf, wieder frei arbeiten zu können. Auch Engels gefiel Paris. Nicht nur, weil hier Radikale, Intellektuelle, Künstler und Philosophen aufeinander trafen. Am 28. August waren die beiden unweit des Place du Palais Royal im Café de la Régence verabredet. Diesmal fanden sie nach ein paar Glas Aperitif Gefallen aneinander. Marx hatte Engels Schrift Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie gelesen und war von den Ausführungen fasziniert. Beide hatten ein gemeinsames Ziel. Sie suchten die Lösungen, um die sozialen Gräben des Industriezeitalters zu überwinden. Könnte die Abschaffung aller Klassen die passende Antwort sein? Als ich Marx im Sommer 1844 in Paris besuchte, stellte sich unsere vollständige Übereinstimmung auf allen theoretischen Gebieten heraus. 10 Tage blieb Friedrich Engels bei Marx in der Rue Vanneau. In den nächsten knapp 40 Jahren schrieben sie sich über 1400 Briefe. Bei dem zweiten Treffen in Paris, da entstand die Freundschaft und von ganz wenigen Momenten, wo es mal vielleicht eine leichte Verletzung gab, abgesehen, hielt die eben bis ans Lebensende. Und dann hatte Friedrich Engels, was ich sehr gut nachvollziehen kann, Humor. Viel Humor. Marx hatte auch Humor, aber nicht so wie Friedrich Engels. Und Friedrich Engels genoss ja auch das Leben. Engels liebte aber nicht nur Paris und die Franzosen. Die Politik war das eine. Das andere, seine Leidenschaft für das Pariser Nachtleben. Seine Liaison mit Mary hinderte ihn nicht, sich zu vergnügen. Schließlich lebte sie ja weit weg, in Manchester. Man muss aber sehen, Friedrich Engels war durchaus in seiner Zeit und für sein Leben bereits ein Anhänger der freien Liebe und lebte sie auch. Er hat ziemlich unverhohlen von seinen Ausflügen in die Pariser Bohème geschwärmt. Und Frankreich allein hat ein Paris, eine Stadt, in der die europäische Zivilisation zu ihrer vollsten Blüte sich entfaltet. Engels verstand es zu leben. Einem guten Glas Bier, Champagner oder Branntwein war er nur selten abgeneigt. Ganz anders als Marx, der als Familienvater einen Schritt kürzer trat. Engels hingegen verbrachte seine Zeit gerne in Gesellschaft. Er sah gut aus, war charmant, hatte Humor. Die Frauen lagen ihm zu Füßen. Aber auch Paris und gerade die Feiermeilen zeigten ihm deutlich die gesellschaftlichen Gegensätze. Noch immer wehte zwar ein Hauch der großen Revolution vor 60 Jahren durch die Stadt, doch von der einst propagierten Gleichheit war nichts mehr zu spüren. Die Reichen zogen sich in ihre schönen Viertel zurück, während andere Gegenden völlig herunterkamen. Die Stadt glich einem politischen Pulverfass. Engels glaubte, dass nur eine gewaltsame kommunistische Revolution die Gräben überwinden könnte. Und er versuchte, tatkräftige Anhänger für seine Idee zu gewinnen. Engels hatte immer eine ausgeprägte Beziehung zu Menschen. Und dann sah er sich an, wie anders sie lebten als er selbst. Und dann wusste er,
Nur jemand wie er kann es ja in den Zeitungen schreiben. Der schreibende Arbeiter war damals noch nicht erfunden. Und dann empfindest du plötzlich eine Mission und sagst, wenn das alle anderen nicht schreiben, die schreiben nur von der Jagd und davon, dann ist es deine Pflicht, das zu schreiben. Du hast das gesehen. Noch in Paris beschlossen Engels und Marx eine erste gemeinsame Veröffentlichung. Die Heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik ist kein Familienratgeber, sondern eine Spottschrift gegen theoretische Überlegungen, denen keine Taten folgen. Eine Kampfansage an alle untätigen Intellektuellen. Die Radikalisierung seines Sohnes gefiel dem Vater in Barmen überhaupt nicht. So war die Stimmung im Hause Engels bei Friedrichs Rückkehr angespannt. Und der Sohn hörte nicht auf, für seine kommunistischen Ideen zu werben. Längst galt das Tal der Wupper schon als deutsches Manchester. Engels Publikationen ärgerten auch die preußische Obrigkeit. Um seinen Eltern unnötiges Leid zu ersparen und einer Verhaftung zu entgehen, brach Engels im Frühjahr 1845 alle Brücken hinter sich ab und ging nach Brüssel, wo auch Marx mittlerweile lebte. Von Brüssel aus machten sich die beiden auf zu ihrer ersten gemeinsamen Reise. Engels zeigte Marx die Lebensumstände der Arbeiter in Manchester. In den kommenden Jahren pendelten sie zwischen Brüssel, Paris und London mit dem Ziel, alle kommunistischen Bewegungen in Europa zu vereinen. 2 Jahre nachdem Engels Deutschland verlassen hatte, gelang es ihnen in London, den sogenannten Bund der Gerechten zu kapern. Der vom deutschen Schneidergesellen Wilhelm Weitling gegründete Bund wurde auf Betreiben Marx und Engels in Bund der Kommunisten umbenannt. Er sollte die Keimzelle aller sozialistischen und kommunistischen Parteien Europas werden. Und Engels und Marx erhielten den Auftrag, für diesen Bund ein Manifest zu verfassen. Noch in London begannen sie mit dieser Arbeit, zogen dann aber zurück nach Brüssel. Denn dort lebten viele Exilanten aus anderen Staaten. Belgien war noch ein sehr junger Staat mit einer der liberalsten Verfassungen Europas. Deshalb zog es viele Intellektuelle hierher. In der Rue d'Orléans wohnten die beiden Freunde Tür an Tür mit anderen Flüchtlingen. Engels schrieb und konzentrierte sich dabei auf seine Idee einer sozialistischen Gesellschaft. Aber er war auch politisch aktiv. Im Le Cygne, einem Restaurant am großen Marktplatz, gründeten er und Marx den Deutschen Arbeiterverein. Engels genoss es, Reden zu halten und Menschen von der kommunistischen Idee zu überzeugen. Nach der Sperrstunde saßen er und Karl Marx oft noch bis in die Morgenstunden und diskutierten. Marx' theoretische Überlegungen waren für Nicht-Akademiker kaum verständlich. Erst durch Friedrich Engels wurden sie zu allgemeinverständlichen und lebensnahen Texten. Den Alltag überließen sie unterdessen Marx' Ehefrau Jenny von Westfalen und der Magd Helene Demuth. In Brüssel legten die beiden den Grundstein für eine der berühmtesten Freundschaften und eine der produktivsten Arbeitsbeziehungen der Weltgeschichte. Anders kann man das gar nicht sagen. Und in Brüssel waren die beiden als politische Aktivisten tätig, aber sie arbeiteten auch an ihrem theoretischen Programm. Häufig ging das bis spät in die Nacht hinein, da saßen sie zusammen und schrieben zusammen. Und dabei entstanden so wichtige Werke wie die Deutsche Ideologie und auch das Manifest der Kommunistischen Partei.
1848 wurde das Manifest in London vorgestellt. Auf gerade einmal 23 Seiten verfassten die beiden eine programmatische Schrift zum Klassenkampf. Auch wenn die finale Fassung von Marx stammte, hatte Engels den Großteil der intellektuellen Kleinarbeit geleistet. Es wurde ein Dauerbrenner der Weltliteratur. Bis heute sind 1200 Nachdrucke in nahezu allen Schriftsprachen der Welt erschienen. Das Manifest ist wirklich ein in jeder Hinsicht bedeutendes Werk. Inhaltlich, sprachlich, ja, sogar was Sprüche betrifft. Auch heute werden Sie sehen, dass die Grundaussagen nach wie vor zutreffend sind. Es gibt Leistungen der Bourgeoisie bis heute. Und es gibt auch Krisen des Kapitalismus, die Sie auch beschreiben, und eine Form der Auseinandersetzung mit dem Proletariat. Das Proletariat war aber zu dieser Zeit noch nicht bereit für eine Revolution, wie die beiden sie forderten. Aber es gab Nachrichten, die Engels hoffen ließen, dass diese bald stattfinden könnte. Am 24. Februar 1848 stürzten die französischen Bürger ihren König und gründeten die neue Zweite Republik. Es war ein Funke, der schnell auf Europa übergriff. Engels und Marx hofften, dass sich die Bewegung in Europa durchsetzen und einen Prozess auslösen würde, an dessen Ende die soziale Umgestaltung stünde. Sie machten sich auf eine Reise, die sie kreuz und quer durch Europa führte. Von Brüssel nach Bern, von Paris nach Köln. Dabei musste Engels stets auf der Hut sein, nicht als politischer Aufrührer verhaftet zu werden. Aber er wollte unbedingt miterleben, wo die kommunistische Revolution andernorts losbrach. Doch der Umsturz fand nicht statt und sie kehrten ins Rheinland zurück. Dort konzentrierten sie sich erneut auf ihre Idee, dass erst die Bourgeoisie, das Bürgertum, sich vom Joch der Monarchie befreien muss, bevor das Proletariat an die Macht streben kann. Marx gründete die neue Rheinische Zeitung, für die Engels als Redakteur arbeitete. Ziel war es, das Bürgertum aufzurütteln. Es sollte sich den demokratischen Aufständen anschließen, die seit März 1848 auch in Deutschland ausbrachen. Doch die Zeitung verkaufte sich schlecht und Engels fand keine Finanziers unter den Barmer Bürgern. Außerdem gelang es Engels und Marx nicht, die Aufstände nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen. Auch weil die Arbeiter keine gemeinsamen Ziele kannten. Es kam zum Streit mit gemäßigteren Sozialisten, wie zum Beispiel dem Gründervater der SPD, Ferdinand Lassalle. Bei Lassalles Tod, da fängt ja Friedrich Engels in seinem Brief an, das war nur der Einzige, den die Unternehmer, also die Kapitalisten, wirklich fürchteten. Damit erkennt er ihn ja erst mal an. Dann macht er ihn natürlich für die Art und Weise, wie er umgekommen ist, fertig. Allerdings muss man wissen, dass die Gegner von Marx und Engels natürlich in der Form auch nicht zimperlich waren zu ihrer Zeit. Oh, da gab es wüste Kritik und entsprechend haben sie sich dann auch gewehrt. Aber die Zeit der Aufstände war noch nicht vorbei. Gerade auf dem Gebiet des Deutschen Bundes, in Baden, der Pfalz, München, Berlin und Prag, brachen Kämpfe aus. Alles entwickelte sich ganz anders, als Engels es erwartet hatte. Er musste Köln verlassen. Als politischer Unruhestifter wurde er gesucht und floh nach Paris. Aber auch hier war die Revolution nicht so verlaufen, wie er gehofft hatte. Zwischen dem Paris von damals und von jetzt lag der 15. Mai und der 25. Juni. Lag der furchtbarste Kampf, den die Welt je gesehen, lag ein Meer von Blut, lagen 15.000 Leichen.
Paris war tot. Es war nicht mehr Paris. Während Marx in Köln weiter Artikel schrieb und darin den politischen Umbruch forderte, zog sich Engels zurück. Er machte eine Pause vom Klassenkampf und begann einen Wanderurlaub in Frankreich. Er führte ein Reisetagebuch, das sich überhaupt nicht mehr mit Politik beschäftigte, sondern sich eher wie ein Werbeprospekt las. Und welcher Wein, welche Verschiedenheit vom Bordeaux bis zum Burgunder, vom Petit Macon oder Chablis zum Chambertin. Friedrich Engels Reisebeschreibung von seiner Tour de France im Jahr 1848 lesen sich in der Tat etwas befremdlich, wenn man weiß, was gerade vorgefallen ist. Denn er widmet seine Beobachtungsgabe vor allem der Natur, dem Wein und den Frauen. Man hat fast den Eindruck, als brauche er eine kleine Auszeit und vielleicht auch muss er verarbeiten, wie negativ das in Paris gelaufen ist. Denn seine Erwartungen sind ja überhaupt nicht erfüllt worden. Und ihn als Champagner-Revolutionär zu bezeichnen, greift meines Erachtens ein bisschen kurz, wenn man bedenkt, dass er kurze Zeit später wieder zurück in alter Form ist. Zum letzten Mal kehrte Friedrich Engels nach Barmen zurück. Auch in seiner Heimatstadt gab es Unruhen und ein Haftbefehl gegen ihn wurde zurückgezogen. In Düsseldorf, Iserlohn und Solingen gingen Menschen auf die Straße. Engels hatte vor allem Interesse am Elberfelder Aufstand. Gleich nach seiner Ankunft meldete sich Engels mit 2 Kisten Patronen bei den Aufständischen und erhielt dank seiner militärischen Erfahrungen das Kommando über die Artillerie und die Verantwortung für den Barrikadenbau. An der Sperre der Haspeler Brücke zwischen Elberfeld und Barmen traf er vermutlich zum letzten Mal seinen Vater, der zufällig auf seinem Weg zur Kirche hier vorbeikam. Die Anekdote macht die Unvereinbarkeit zwischen dem Unternehmervater und dem Sohn als Revolutionär deutlich. Aber sie ist ein Generationenkonflikt, der weit über Vater und Sohn hinausreicht. Auf der einen Seite steht der paternalistische Unternehmer, der meint, er sorgt doch gut für seine Arbeiter. Und auf der anderen Seite steht der Sohn, der die veränderten Verhältnisse beobachtet und denkt, das reicht überhaupt nicht aus. Wahr oder nicht? Diese Zeit endete nach nicht mal einem Monat. Nicht ganz freiwillig musste er seinen Posten verlassen, um die demokratischen Absichten des Aufstands nicht zu gefährden. In der Heimat waren seine Dienste nicht erwünscht. So schloss er sich den letzten erfolgversprechenden Aufständen in Baden und der Pfalz an. Er unterstützte Revolutionstruppen, die für einen geeinten deutschen Staat nach französischem Vorbild kämpften. Er schließt sich gleich diesen Truppen an, übernimmt da auch eine wichtige Rolle und geht in den Kampf. Also er bewaffnet sich, um den Baden in ihrem Kampf gegen die Preußen zu helfen. Und für Engels ist das eine sehr wichtige Erfahrung. Also er wird da sein Leben lang von zehren, dass er wirklich mal an vorderster Front mitgekämpft hat. Doch Ende 1849 scheiterte auch diese Revolution aufgrund der Uneinigkeit der Kämpfenden. Die Verantwortlichen wurden verurteilt oder flohen. Engels kehrte über die Schweiz zurück nach England. Sein Ziel war London, wo auch Marx, der aus Köln fliehen musste, Zuflucht gefunden hatte. Doch Engels zog es ein Jahr später zurück nach Manchester, zu Mary Burns. Überraschend trat er wieder ins Familienunternehmen ein und arbeitete dort 20 Jahre. Die letzten 10 sogar als Geschäftsführer. Friedrich Engels schrieb weiterhin Zeitungsartikel,
Aber er nutzte die Zeit auch, um seinen breit gestreuten Wissensdurst zu stillen. Er sprach 12 Sprachen fließend und studierte das Militärwesen. Die ganze Zeit blieb er im Briefkontakt mit Marx, der in London geblieben war und der privat immer wieder in Geldnöte geriet. Engels nutzt seine Tätigkeit in Manchester auch, um Marx unterstützen zu können. Also er verdient eigentlich für beide Geld, wenn man so will. Und er findet das aber durchaus gerechtfertigt, weil er will, dass Marx an seinem großen Werk Das Kapital weiterarbeitet. Denn das, so sehen Marx und Engels das beide, wird schließlich dazu führen, dass die Arbeiterklasse auf ihrem Weg zur Befreiung ein gutes Stück vorangebracht wird. Dennoch kam es 1863 zum ersten großen Zerwürfnis mit Marx. Der Grund? Engels schrieb ihm vom Tode seiner Gefährtin Mary Burns und erhielt nur einen kühlen Beileidsbrief, was ihn sehr kränkte. Du fandest den Moment passend, die Überlegenheit deiner kühlen Denkungsart geltend zu machen. Sei es denn. Trotzdem führte sie ihr gemeinsames Ziel immer wieder zueinander. Trotz vieler persönlicher Rückschläge. Immer wieder motivierte Engels Karl Marx, sein Hauptwerk fertigzustellen. 1867 ist es dann soweit. Das Kapital erscheint. Eine umfassende Kritik an der politischen Ökonomie. Es ist eben einfach ein ausgesprochen kluges Werk. Und dass jemand in einem Werk von 3 Bänden das so zusammengefasst darstellen kann, dann auch noch historisch, dann auch noch mit dem Wertgesetz und vielen anderen Dingen, das ist wirklich eine Rarität. Also insofern ist Karl Marx schon eine außergewöhnliche Leistung. Aber wieder ohne Friedrich Engels hätten wir den ersten Band gar nicht zu lesen bekommen von Karl Marx und die Bände 2 und 3 auf gar keinen Fall. Als Engels genug Geld hatte, um seine Firmenanteile endlich verkaufen zu können, zog er 1870 nach London. Gemeinsam mit Lizzie Burns, Marys Schwester, bezog er ein Wohnhaus in der Regent's Park Road. Sie starb 8 Jahre später. Wenige Stunden vor Lizzies Tod erfüllte er der gläubigen Katholikin noch ihren letzten Wunsch und heiratete sie. Die ohnehin schon starke Bindung zur Familie Marx wurde nun noch intensiver. Für Marx Töchter war er ohnehin der Lieblingsonkel und mit Karl Marx trieb er die internationale Bewegung der Kommunisten weiter voran. Seine Werke über die Dialektik in Natur und Mathematik blieben unvollendet. Als auch Karl Marx 1883 starb, lag es allein an Engels, ihre Arbeit fortzuführen. Er wurde nun zum Nachlassverwalter des großen Theoretikers Karl Marx. Das Kapital Band 2 und 3 mussten noch veröffentlicht werden. Unzählige Blätter mit Karl Marx unleserlicher Handschrift bekritzelt, ordnete und redigierte Friedrich Engels. Kritikern trat er harsch entgegen. Engels selbst machte Karl Marx zur Ikone des Sozialismus. Seine eigene Leistung stellte er absichtlich in den Schatten. Marx war ein Genie, wir anderen höchstens Talente. Ohne ihn wäre die Theorie bei weitem nicht das, was sie ist. Sie trägt daher mit Recht seinen Namen. Friedrich Engels hat nach dem Tode von Karl Marx natürlich eine ganz andere Stellung auch in der Arbeiterbewegung gehabt. Er war natürlich dann schon ein Idol und er war zweifellos der erste Mann dort. Und es hätte sich auch keiner wirklich gewagt, also seinen Platz einzunehmen. Friedrich Engels trat stets bereitwillig ins zweite Glied zurück und stellte seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in den Dienst einer größeren Sache. Nun wurde er aber zur führenden Persönlichkeit des internationalen Sozialismus.
Doch er ließ sich von niemandem in eine Rolle hineinzwängen, überdachte alles sehr gründlich und bewertete seine eigenen Ansichten immer wieder neu. Das unterschätzten selbst seine glühendsten Verehrer. Seine späte Erkenntnis, dass vielleicht doch die Sozialdemokratie der richtige Weg wäre, das Proletariat von seinen Ketten zu befreien, nahmen sie ihm besonders übel. Er starb am 5. August 1895 in seiner Londoner Wohnung. Engels hinterließ ein Barvermögen von ca. 2,6 Millionen Euro und ein Depot von weit über 1000 Flaschen Wein und Champagner. Auf seinen Wunsch hin wurde seine Asche vor der Küste bei Eastbourne dem Meer übergeben, zwischen England und dem Kontinent. Sie haben zwar das Kommunistische Manifest geschrieben, was heißt zwar, Sie haben es geschrieben, und wenn man es liest, begreift man, Sie wollten eine Befreiungsideologie. Da ist dann das Gegenteil daraus gemacht worden. Die proletarische Revolution, die Engels und Marx lange herbeisehnten, fand nur wenige Jahre nach Engels Tod in Russland statt. Andere Staaten folgten, deren Politiker das geistige Erbe der beiden Vordenker benutzten. Sie führten den Kommunismus auf einen Weg, den Marx und Engels wohl kaum gut geheißen hätten. Und von dem sich die Arbeiterbewegung bis heute nicht befreien konnte. Aber dafür tragen nicht die beiden die Verantwortung.